Moin, mein Name ist Nico, der Profi für die, die es vergessen haben. Und wir schauen uns heute mal den neuesten Trailer von Arc 2 an. Und obendrauf schauen wir uns eben auch noch an, welche neuen Features es wohl in Arc 2 geben soll. My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. Was man jetzt schon mal sieht, Grafik ist natürlich schon mal eine Wucht, wenn das dann tatsächlich auch annähernd so aussehen würde. Im fertigen Spiel wäre das natürlich sehr, sehr gut. Wir sehen hier vorne einen Arm mit diesem Transmitter. Keine Ahnung, wie das jetzt genau heißt, habe ich vergessen. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Gegenstand sozusagen von einem Überlebenden, der mal da war. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. Und hier halt, ne, der Deinonychos ist das, der ist dazugekommen mit, weil Guero musste ich eben nochmal kurz googeln. And here on Arat, every day is a fight to survive. But if anyone can tame this new world, we can. So, da wurden die mal kurz platt gemacht. Von einem Giga müsste das sein. Ich bin da immer. Also, wäre jetzt irgendwie schon ein bisschen wack, wenn Vin Diesel da irgendwie auf einem Rex rumreiten würde. Würde ein Giga sein. Vin Diesel hier wissen wir auch mittlerweile, also schon ganz, ganz lange, dass der dabei ist. Kann man auch eine geteilte Meinung zu haben, aber der reitet hier auf jeden Fall mal ein bisschen rum auf seinem Giga. Mit seiner Tochter. Ja, das ist so der Slogan von Arc 2, ne? Survive the past, tame the future, überlebe die Vergangenheit und zähme die Zukunft zu Deutsch, so zumindest übersetzt im Steam-Beitrag von Arc 2. Und das war im Wesentlichen der Trailer zu Arc 2, beziehungsweise ein weiterer Trailer zu Arc 2. Relativ nichts aussagend, wie gesagt, sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben aber, jedenfalls gibt es auf der Steam-Seite von Arc 2 noch weitere Informationen zu der ganzen Thematik und die gehen wir mal so ein bisschen durch, dass ihr einfach auch auf dem neuesten Stand seid. Was ich vorab ganz wichtig finde, beziehungsweise interessant finde, sie haben dort geschrieben, dass die Survival-Elemente, beziehungsweise bekannte Elemente aus Arc 1 sozusagen überdacht und neu gestaltet worden sind. Sie haben da nicht reingeschrieben, dass sie es verbessert haben. Das finde ich interessant, weil es kann eben sein, dass Arc 2 dann vielleicht für einige Leute eben nichts ist und sie vielleicht Arc 1 lieber mögen werden. Was wir ja auf jeden Fall wissen und auch schon seit längerem, es soll eben auch einen großen Story-Anteil geben in Arc 2. Das ist dann eben eine Geschichte, die man mit Vin Diesel spielt. Da stelle ich mir aktuell die Frage, ob es so einen Story-Modus geben wird und einen Freeplay-Modus, beziehungsweise wie das dann ist, wenn man online auf einem Server spielt, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir da alle als Vin Diesel rumlaufen würden, würde ich zumindest sehr, sehr komisch finden. Was die ganzen Consoleros und auch Epic Games Spieler freuen sollte, ist das plattformübergreifende Modding. Das soll jetzt wohl reinkommen. Das wäre ja mal cool, weil das auch für meinen Content bedeutet, ich kann da mehr einbauen, dann für alle eben. Dann soll es ein angepasstes Gameplay geben. Ihr könnt als Charakter klettern, Parkour machen, rutschen und schwingen. Also schwingen dann an der Liane und rutschen kennt man ja aus COD und so. Aktuell in Arc 1 ist es ja eher so, dass der Charakter sehr wenig kann. Links, rechts, vorne, hinten, springen, hocke, liegen. Der Nahkampf soll verbessert werden, das heißt, es soll eine Zielerfassung geben. Man soll blocken können, man soll ausweichen können. Es sollen Kombos möglich sein und auch Spezialangriffe, wobei hier der Skill des Spielers wohl im Vordergrund stehen soll. Was jetzt aus der Steam-Beschreibung nicht ganz eindeutig hervorgeht, ist damit der tatsächliche Skill des Spielers, also der hier sitzt, gemeint. Wie gut kann man das in-game dann tatsächlich umsetzen oder sind da eben auch Skills innerhalb des Games sozusagen mit gemeint? Auch mega interessant, komponentenbasierte Gegenstandsherstellung. Man soll quasi aus verschiedenen Modulen sich dann eben auch Waffen und Werkzeuge herstellen können und damit passt man dann das Aussehen an, aber auch die Funktionalität und es soll eben Millionen mögliche Kombinationen geben, wo man dann verschiedene Ressourcen, die man an verschiedenen Orten in der Welt dann sammeln kann, um sich die Waffen herzustellen. Was ich mich jetzt frage, auch wenn es eine Million Kombinationen gibt,
Prinzip werden diese Millionen Kombinationen tatsächlich auch ausgeschöpft, beziehungsweise ist es sinnvoll, die auch auszuschöpfen, weil es kann ja auch sein, dass sich einfach irgendwann eine Meta herausbildet und dann eben nur noch gewisse Sachen gefarmt werden und gebaut werden. Wobei das eher ein PvP-Ding wahrscheinlich ist, weniger ein PvE. Wobei im PvE kann es natürlich auch sein, dass sich eine Meta herausbildet, was eben besonders gut ist. Es soll dynamische Weltereignisse geben. Das klingt so ein bisschen wie das, was wir schon aus Ark Genesis 1 kennen, mit diesen Quests, die man da machen kann an verschiedenen Orten. Die sollen eben natürlicher und unnatürlicher Natur sein sozusagen und die Teilnahme an diesen Weltereignissen soll dann auch belohnt werden. Was ich mega interessant finde, es wird eine, wie es hier heißt, PvE-Kraft geben. Das sind die feindlichen Aratai, die einen eben angreifen auf ihren selbstgezähmten Dinos und uns das Leben im PvE ein bisschen schwer machen wollen. Das ist insofern interessant, weil vorher war die Map ja quasi tot. Also natürlich sind da ein paar Dolos lang gelaufen und hier und da mal ein Dilo und da auch mal ein Rex, aber die konnte man ja immer ganz gut umgehen und man musste ja nicht wirklich vor irgendwas fürchten, wenn man in deiner Base war, wenn man sie einigermaßen schlau platziert hat. Mega gut für euch, aber auch für Content Creator und somit dann auch wiederum für euch, ist die Tatsache, dass man wohl Bauvorlagen erstellen und teilen kann. Ich stelle mir das jetzt so vor, ich könnte als Creator nun etwas bauen, ein Video dazu machen, euch die Vorlage zur Verfügung stellen und ihr könnt die einfach übernehmen, weil es ist so, dass ihr eben Vorlagen auch speichern könnt und ihr könnt sie in-game abrufen und platzieren und dann gemeinsam an diesen Strukturen bauen. Also als großes Team, keine Ahnung, wahrscheinlich wird da irgendwie so ein weißes Gebilde sein, was noch ausgefüllt werden muss, wo die Teile hin müssen und das könnt ihr dann entsprechend bauen. Das finde ich mega, mega gut und es sollen durch veränderte Server wohl auch größere Strukturen an sich möglich sein. Also man wird noch mehr bauen können. Bisher hatten wir ja immer eine Limitierung drin und die Sichtweite soll auch höher werden. Das heißt, dass wir es wirklich aus höherer Entfernung sehen. Ich bin gespannt, weil die Performance ja bisher nicht so gut war, was Gebäude anging bei Ark 1. Die Kreatur-KI wurde ebenfalls angepasst, das heißt, wir werden nun verfolgt und gejagt und zwar, weil uns Tiere sehen, hören und auch riechen können und das ist auch wieder halt für den PvE interessant, finde ich. Im PvP wird es sicherlich auch irgendwie eine Rolle spielen. Es ist eben auch so, dass sich die Kreaturen um Hindernisse und Strukturen quasi rummanövrieren können. Das wird auch nochmal interessant beim Zähmen, gerade mit diesen ganzen Zähmengehege-Geschichten und sowas, dass sie wahrscheinlich ein bisschen schlauer sein werden und da irgendwie dann auch rauskommen, weil bisher ist die KI ja in Ark ziemlich dumm und macht einem das Leben dann relativ leicht. Das heißt aber für uns auch, dass wir uns eben verstecken müssen, wir müssen uns tarnen und wir müssen auch unseren Geruch überdecken, damit uns Dinos eben nicht jagen. Das ist auch ziemlich interessant, weil aktuell ist es ja so, ist der Charakter schnell genug von uns, dann kommen wir auf jeden Fall auch vor jedem Dino weg. Das wird dann wohl nicht mehr so sein. Ebenfalls soll das Charaktersystem bzw. Fähigkeitensystem angepasst werden. Es wird Erfahrungs- und Wissenspunkte geben, die man durch das Erreichen wichtiger Ziele und durch das Meistern von Herausforderungen freischalten soll. Damit hängt ein riesiger Fähigkeitenbaum, wie es heißt, zusammen, wo man dann eben verschiedene Sachen skillen oder erlernen kann. Das heißt, wir haben dann aktive Fähigkeiten, wir haben Vergünstigungen, die uns in-game irgendwas bringen, wurde noch nicht genauer ausgeführt und wir haben passive Vorteile, die uns in-game eben voranbringen. Das ist ganz interessant, weil aktuell ist das Skillsystem in Ark ja relativ, also es ist linear und man kann so ein paar Punkte auf seinen Charakter halt verteilen, aber auch da gibt es eine Meta und dementsprechend werden eben die Punkte auch verteilt. Also ist das auch interessant, wie sich dann die verschiedenen Charakter eben auch entwickeln und wie sich das auch vielleicht ergänzen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, klingt alles sehr, sehr gut. Allerdings ist es eben auch Wildcard, mit denen wir jetzt zu tun haben und da ist eben auch die Frage, ob es dann tatsächlich auch alles so umgesetzt wird und auch so geil wird, wie es dann letzten Endes klingt. Ihr könnt immer gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, worauf freut ihr euch am meisten?